Ein Tenor erobert die Welt. Der Münchner Jonas Kaufmann. Die größten Opernhäuser der Welt reißen sich um ihn. Die Met, die Scala, London und Wien, München und Berlin. Er sieht aus wie ein feuriger Südländer, doch er ist ein Münchner. Jonas Kaufmann. Nun besteigt er den Olymp der Tenöre in einer Liga mit Pavarotti, Domingo oder Vierson. Der 38-Jährige wirkt unverkrampft und ganz ohne Starallüren. Er hat eine atemberaubend vielseitige Stimme. Mozart, Verdi, Wagner, das alles kann er und er will sich auch gar nicht festlegen lassen. Nun können ihn auch die entdecken, die nicht die Gelegenheit haben, ihn live in der Oper zu sehen. Es erscheint seine erste Solo-CD mit romantischen Arien. Und tatsächlich, der Sänger hält, was die Plattenindustrie verspricht. So hat Pavarotti sich wohl nicht vorbereitet. Opernhaus Zürich, ein Hochleistungssportler macht Leib und Stimme schmiegsam. Jonas Kaufmann, in 30 Minuten beginnt La Bohème. Es gibt natürlich kein Geheimnis in dem Sinne, aber locker sein ist unheimlich wichtig, weil je lockerer ich bin, desto einfacher fällt einem das Singen und desto weniger Kraft braucht man für das Ganze. Und auch der Atem, natürlich ist der Atem viel länger, wenn ich jetzt, als wenn ich aufgeregt wäre. Das andere ist sein Spiel mit Gefühlen, die des Publikums und die eigenen. Feuer und zartester Schmelz. Als ich das in meine erste Bohème beispielsweise gesungen habe, da habe ich wirklich geweint. Also das war einfach, weil die Musik, die reißt einen so mit. Aber gerade deshalb ist da immer auch die Angst, dass dieser Charakter einen so ergreift und so mitnimmt, dass man einfach über seine stimmlichen Möglichkeiten hinaus singt, weil man sich nicht mehr unter Kontrolle hat. Was auf der einen Seite wirklich sehr schön ist, weil man eben dann natürlich emotional sehr viel zeigen kann, aber was auf der anderen Seite sehr gefährlich ist, weil man in dem Moment, wo man wirklich die Kontrolle komplett verliert, übers Ziel hinausschießt und seine Stimme auf Dauer schädigen kann. Das ist wirklich etwas, was ich sehr anstrebe, wo ich wirklich das versuche, eben von tief aus dem Bauch heraus mit all meinen, meinen Emotionen, mit allen Freuden, die ich habe, mit allen Sorgen, die ich habe, das direkt über die Stimme raus zu transportieren. Seines Talents war er sich anfangs keineswegs sicher. Erst hat er Mathematik studiert. In London steht er nun mit Annette Drebko auf der Bühne. Mithalten kann er, auch mit Rolando Villazón. Villazóns Stimme hat inzwischen ernsthaft Schaden genommen. Er pausiert seit Monaten. Kaufmann kennt die Gefahr, sagt lieber ab, wenn er nicht fit ist. Und zu Beginn seiner Karriere im Stadttheater Saarbrücken stand er einst gar vor dem Aus. Wenn das Singen ist, war mir ganz klar, dann mache ich was anderes. Das ist nicht mein Beruf. Wenn ich abends in die Vorstellung gehe und zittern muss, ob die Stimme den Abend überlebt oder ob ich mittendrin plötzlich keinen Ton mehr rausbringe, also sicher nicht. Es ist sicher kein Spaß. Und mit dem neuen Lehrer habe ich dann eben meine Stimme gesucht und gefunden, die eben wesentlich dunkler ist, baritonaler, italienischer von der Art her. Und da musste ich mich erstmal selber dran gewöhnen. Tenöre werden gern in Schubladen gesteckt. Italienisches Fach, deutsches Fach, lyrischer Tenor, Heldentenor. Kaufmanns Stimme
aber gibt alles her. An einen großen deutschen Sänger vergangener Tage vor allem erinnert er, den mit 36 Jahren tödlich verunglückten Fritz Wunderlich, ein Idol Kaufmanns. Man hat wirklich das Gefühl bei all diesen Aufnahmen, er singt jeden Ton, als ob es der letzte wäre, den er singen darf. Luft, mein Liebe, alles Herz. Je berühmter er wird, desto größer ist nun der Leistungsdruck. Zürich, La Bohème ist gemeistert und nun ab nach Hause zu Frau und den drei Kindern. Die Leute feiern einen, man ist also ein paar Minuten ganz großartig und wird auf Händen getragen. Aber wenn ich das Opernhaus verlasse, bin ich ein ganz normaler Mensch, der von der Arbeit nach Hause kommt. Ein Höhenflug mit gutem Draht zur Bodenstation.